Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, wir haben diese Vorlage zur Kenntnisnahme zur Schaffung zusätzlichen studentischen Wohnraums heute hier aufgerufen. Wenn man die nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen kann, dazu muss man dann schon einige Sätze sagen. Der regierende Bürgermeister persönlich hat im April 2013 in einem Gespräch mit dem Studentenwerk angekündigt, das Angebot für studentisches Wohnen in Berlin um 5000 Wohnheimplätze deutlich zu erhöhen. Das klang zunächst mal gut, studentischer Wohnraum wird ja auch dringend benötigt. Und die Zahl 5000 macht ja auch was her. Allerdings muss man dazu wissen, die bringt uns gerade mal, und das ja auch erst mittelfristig, auf den Bundesdurchschnitt des Angebots an Wohnheimplätzen für Studierende, der allgemein bei 11% und hier in der Stadt bei nur 6,5% liegt. Notwendig wäre eigentlich ein noch deutlich höherer Anteil, denn wer mehr Studierende in die Stadt holen will, kann sich dabei nicht ständig auf die vermeintliche Attraktivität dieser Stadt berufen, sondern er muss dann auch etwas für diese Attraktivität im Sinne der Studierenden tun und ihnen eine entsprechende studentische Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und das bedeutet eben auch, mehr Wohnheimplätze anzubieten. Dazu wäre es dann allerdings auch einmal notwendig, auf Bundesebene bei all dem Getöse um die immer so gepriesenen Hochschulpakte endlich mal deren grundlegendes Manko aufzuzeigen und zu beseitigen, sich nämlich einzig auf die Finanzierung von Studienplätzen zu beschränken, die soziale Infrastruktur, die dieses Mehr an Studienplätzen aber in den Städten erfordert, völlig außen vor zu lassen. Das forsche Vorpreschen Ihres Regierenden beim Studentenwerk hat die Senatsverwaltung ja dann auch in arge Verlegenheit gebracht. In ihren Antworten auf zwischenzeitlich insgesamt 7 parlamentarische An- und Nachfragen nach dem Stand der Umsetzung der Ankündigung »In Luftschlössern kann man schließlich nicht wohnen« wurde immer wieder auf ein sogenanntes Konzept verwiesen, an dem man eifrig arbeite. Der Hauptausschuss wähnte indes schon Arges und stellte in seiner 41. Sitzung am 25. September 2013 entsprechende Fragen. Auf welchem Weg denn, durch wen finanziert und zu welchen Mieten der Senat plane, das studentische Wohnen zu unterstützen? Für wie viele Wohnungen die geplanten Mittel reichten und ob es vielleicht auch einen Zeitplan gäbe? In ihrer dann wenig inhaltsreichen, aber gerade dadurch aufschlussreichen Antwort, Drucksache 10/18a, lesenswert, weil sie belegt das ganze Dilemma, fassen Sie mal einem Nackten in die Tasche, musste die Senatsverwaltung dann eingestehen, dass in den Zuschüssen des Landes an das Studentenwerk in den Jahren 2012 bis 2015 die Errichtung oder der Umbau weiterer Wohnplätze für Studierende nicht berücksichtigt sei und das Studentenwerk selber dazu leider auch keine Kredite aufnehmen könne. Es gab ganz einfach ein ungelöstes Finanzierungsproblem und zudem widersprüchliche Positionen dazu zwischen der Finanz- und der Wissenschaftsverwaltung. Trotzdem haben die beiden Koalitionsfraktionen keck und vorlaut den Besprechungspunkt studentisches Wohnen in Berlin auf die Liste der Besprechungspunkte im Wissenschaftsausschuss setzen lassen. Aufrufen wollten sie ihn dann allerdings nicht, denn auch sie konnten den Widerspruch nicht auflösen. Wir mussten sie schließlich dazu tragen, die Besprechung endlich auf die Tagesordnung zu nehmen. Nicht wahr, Herr Obech, von wegen Brückentag, von wegen Brückentag. Und siehe da, einen Tag dann, bevor die Anhörung dazu auf der Tagesordnung stand, legte der Senat sein sogenanntes Konzept doch noch vor. Und das Resultat, die Vorsitzende des Studentenwerks fällt im Ausschuss zunächst einmal unsanft aus allen Wolken. Mit ihr war offensichtlich überhaupt nicht gesprochen worden und die Wohnungsbaugesellschaften dürften wohl auch erst mal eine ganze Weile um Luft gerungen haben. Ihnen wurden eben mal so en passant 270 Millionen Euro übergeholfen. Der Senat selber macht sich derweil dabei einen schlanken Fuß und das, was er am besten kann, er springt wieder mal mit dem fremden Hintern durchs Feuer und klatscht sich dann auch noch selbst Applaus dafür. Und schon war das Finanzierungsproblem gelöst mit fremder Kreditkarte. Die Durchschnittskosten für die Errichtung eines Wohnheimplatzes liegen, Drucksache 10/18a, bei 54.000 Euro. Die nüchterne mathematische Konsequenz daraus, 5.000 Plätze mal 54.000 Euro, das Versprechen des regierenden Bürgermeisters kostet die Wohnungsbaugesellschaften also runde 270 Millionen Euro. Das hat die Dimension der Zentralen Landesbibliothek. Problem nur, die Wohnungsbaugesellschaften sollen die Wohnheimplätze bauen
und den Bau über entsprechende Kredite finanzieren und am Ende sollen dabei für Studierende verträgliche Mieten herauskommen. Was schwebt Ihnen denn davor? Denn die Überlassung durch die Wohnungsbaugesellschaften, so Ihre Vorlage, erfolgt ja kostendeckend. Zu welchen Quadratmeterpreisen sollen diese Plätze den Studierenden schließlich angeboten werden? Und wie und in welchem Zeitraum und durch wen soll die notwendige Refinanzierung dieser Kredite erfolgen? Helfen Sie auch das den anderen Mietern der Wohnungsbaugesellschaften über? Auf all diese Fragen hätten wir, das Studentenwerk und auch die Studierenden, dann schon ganz gerne auch noch eine Antwort. Zeitnah, sozusagen noch vor Ende Ihrer Regierungsregelstudienzeit, September 2016, vor Ihrer Zwangsexmatrikulation. Und das ist genau der Grund, warum wir über diese Vorlage hier heute reden wollten. Vielen Dank.